glaube, das ist genug. Dann tragen wir jetzt diesen Reinigungsschaum auf. Der ist pH-neutral und für alle Hautarten geeignet. Ich selber benutze den wirklich seit Jahren. Und wie man sieht, ich habe keine Hautprobleme. So. Diesmal nehmen wir diese Reinigungsbürste. Etwas einmassieren. Und für die sanfteren Partien nehme ich meine Hände. So, okay, mit der Seite etwas trocken tupfen. Ein wenig Feuchtigkeit ist nicht schlimm, das ist gut für die Haut. Es muss nicht perfekt trocken sein. Das ist so cool. Warte,
noch nichts. Jetzt mache ich es wieder rein. Und wir werden es etwas anfeuchten. So.
18, ich kann es auch gleich. Gesicht glänzt schon sehr schön. Ganz natürlicher Glow. Und ach, bevor ich das auftrage, werde ich noch mal ganz kurz meine Finger reinigen, damit die nicht nach dem Öl schmecken. Ich übrigens auch immer vorher drauf, also bevor ich den Highlighter auftrage. Okay, dann sind wir so gut wie fertig. Jetzt fehlt natürlich noch etwas Feuchtigkeit für